Neben mir sitzt Daniel Malheur, der Meister des Monokelpops. Ja, wir sind hier, Steamtropolis. Bist du fit? Ja, ich bin topfit. Ich freue mich auf gleich. Für einige Zuschauer, die wissen gar nicht, was ist Monokelpop? Erklärst du das kurz? Ja, oh, Monokelpop, das ist eine Mischung zwischen 20er-Jahre-Schlagern, Hits aus der Shellac-Platten-Ära und Steampunk, Techno, Monokelpop geht immer. Es ist so wie Operette. Ja, und da hast du auch was Neues vor. The Incredible Songbook of Charles D. Goodhill, ein britischer Jazz-Orchesterleiter. Der hat schwarze Musik geschrieben. Was heißt schwarze Musik genau? Schwarze Musik, ja, das sind Texte, die, wo es sich in erster Linie um das Böse im Allgemeinen und den Teufel im Speziellen dreht. Und wie durch einen Zufall geriet ich vor circa 2 Jahren genau an diese Schallplatten jenes wunderbaren Meister der schwarzen Musik. Diese Titel haben später eine enorme Zulauf gefunden, aber das ist später. Jetzt aber noch etwas für die Herren der Schöpfung. Man erlebt dich immer wieder auf der Bohème Sauvage in Berlin. Wo bist du demnächst unterwegs? Wo kann man dich erleben? Jetzt ist erstmal Weihnachtspause und im neuen Jahr geht es dann nach Hamburg im März und nach Köln auch im März, da wieder auf der Bohème Sauvage. Dann habe ich mit meinem Orchester, dem Heaven and Hell Orchester, ein großes Konzert in Berlin und ja, und ansonsten quer durch die Lande. Im Sommer geht es wieder nach England. Geht das gut? Ja, in England ist ein super Pflaster für Steampunk und obskures Zeug. Ja, wer mehr von Daniel Malheur wissen möchte und wann er das nächste Mal wo tourt, das wird jetzt hier so eingeblendet und da könnt ihr auf seine Seite gehen, da ist auch der Tourplan. Genau. Das machst du auch immer schön aktuell, hältst du. Das ist super. Immer top aktuell. Ja, ja, wir haben auch ein paar verrückte Ideen, was wir so vorhaben. Der Marco und ich? Ja, genau, wir wollen irgendwann einen Krimi auf die Bühne bringen. 20er-Jahre-Lieder mit Daniel Malheur. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob der Herr Malheur plötzlich zum Detektiv wird in einem 20er-Jahre, fast 30er-Jahre Noir-Krimi. Ja, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Natürlich. Monokelpop. Monokelpop, natürlich. Alles klar, dann ganz viel Spaß dir weiterhin hier auf dem Steamtropolis. Ich danke dir. Lass es Monokel poppen. Ja, tschüss. Tschüss. Es war kurz und schmerzlos. Ja, wunderbar. Ich danke dir.